Ah, ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Ich kann es Ihnen sagen, ich habe mich gestern Abend so aufgeregt. Wissen Sie, was ich überhaupt nicht leiden kann? Wenn mich abends jemand anruft und mir versucht, am Telefon irgendeinen Scheiß zu verkaufen. Ja? Ich habe nämlich bei Otto, beim Otto-Versand meine Waschmaschine gekauft. Ja? Ich stehe auch dazu. Aber ich sitze gestern Abend zu Hause beim Abendessen, klingelt das Telefon und irgendein Typ, den ich noch nie in meinem Leben gesprochen habe, ist dran und sagt, guten Abend, Herr Hermanns, hier ist Sven Burgmeister vom Otto-Versand. So als ob mir der Name irgendwas sagen sollte. Ne? Habe ich gedacht, Thomas, spiel das Spiel mal mit. Und habe gesagt, Sven? Sven, bist du das? Mensch, Schatz, es ist Sven Burgmeister vom Otto-Versand. Nein, ich gebe dir den Hörer nicht, der will mich sprechen. Mich. Sven, das muss ja total wichtig sein, wenn du selber anrufst. Worum geht es denn? Da war schon so eine kleine Pause am Ende der Leitung. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Hermanns, ich habe nur gerade in Ihre Akte geguckt. Sag ich, Sie haben eine Akte? Sie haben eine Akte von mir, das heißt, nicht nur der Bundesnachrichtendienst und die Steuerfahndung verfolgen mich, sondern auch der Otto-Versand? Was ist das für ein Stasi-Dokument, dass ich illegale Kontakte gepflegt habe zur Quelle? Jetzt wurde der schon immer angestrengter. Da heißt er, nein, Herr Hermanns, es ist Folgendes, Ihre Garantie ist nächste Woche vorbei. Sag das nicht, Sven. Sag, dass es nicht wahr ist, Sven. Gibt es denn keine Chance für unsere Beziehung? Jetzt war der fertig mit der Bereifung. Ja. Sagte Hermanns, deshalb rufe ich doch an. Für 25 Mark im Jahr können Sie die Garantie verlängern und wir sorgen dafür, dass Ihrer Maschine nichts passiert. Sven, drohst du mir? Willst du Schutzgeld von mir, Sven? Ist das die Otto-Mafia, die hier anruft und sagt, wir möchten nicht, dass Ihrer Maschine was passiert, aber man hat schon gehört vom Explosionen im Schleudergang. Ist es das, was du willst, Sven? Dann hat er aufgelegt.